Der muslimische Fastenmonat Ramadan ist angebrochen und ja, ganz für gewöhnlich bekommt man davon als Nichtmuslim kaum etwas mit. Anders aber in diesem Jahr in Frankfurt am Main. Die Stadt hat nämlich als erste in Deutschland eine feierliche Straßenbeleuchtung in der Fressgasse aufgehängt. Die Kosten dafür, die kommen aus dem Frankfurter Haushalt, also vom Steuerzahler. Die Kritik, die ließ nicht lange auf sich warten. Mit 19 Minuten Verspätung erleuchten in der Frankfurter Fußgängerzone Fressgasse Sterne und Halbmonde. Als erste Stadt in Deutschland begeht Frankfurt somit den Ramadan mit einer feierlichen Straßenbeleuchtung. 120.000 Muslimen leben im Frieden seit Jahren hier. Und ich glaube, das ist wichtig, dass diese Zeichen etwas Positives sehen und das Kritische hinter uns zu lassen. Und heute sehen Sie, dass Resonanz sehr groß war. Außerdem betonte die Frankfurter Bürgermeisterin, dass diese Aktion ein Zeichen gegen Antisemitismus sei. Doch genau vor dem Anknipsen der Ramadan-Lichter gleich zwei Eklats. Ein Islamkritiker, selbst mit Migrationshintergrund, wurde von Dutzenden Moslems umkreist und verspottet. Außerdem, zwei junge Frauen hielten selbstgemalte anti-israelische Plakate hoch. Und auch Tage vor dem Aufhängen der Lichter gab es von den Frankfurtern Bedenken an der Aktion. Wir hatten ja Weihnachtsfest, das heißt jetzt Seasons Greeting. Und dann finde ich es fast ein bisschen merkwürdig, dass wir jetzt Ramadan und Chanukka feiern, aber kein Weihnachten mehr. Ich würde es nicht als sinnvolle Integrationsmaßnahme bezeichnen, weil die andere Seite reagiert ja befremdlich drauf. Die Lichter bleiben jedenfalls bis zum Ende des Ramadan hängen. Die Beleuchtung kostete übrigens zwischen 50 bis 100.000 Euro und wurde von der Stadt komplett finanziert. Im Vergleich, die vorweihnachtliche Beleuchtung in Frankfurt wird von der Geschäftswelt bezahlt. Diskutieren wir über dieses umstrittene Thema. Gunnar Schopelius, nun bei uns Kolumnist. Ja. Also eigentlich dachte ich immer, leben wir ja in Deutschland. Kirche und Staat sind da streng getrennt. Wir haben Religionsfreiheit. Also leuchtet Ihnen ein, warum man jetzt diese Beleuchtung von der Stadt Frankfurt bezahlen muss für den Ramadan? Na, ich nehme die Begründung zur Kenntnis. Es soll ein Zeichen gegen Rassismus sein, der Integration, für die Integration gut sein. Aber das ist eben gerade das Problem. Nicht, dass uns der große Zeigefinger damit gereicht wird und ja sozusagen der Mehrheitsbevölkerung suggeriert wird, sie sei gar nicht tolerant. Das kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, dass die Mehrheit der Deutschen sehr tolerant gegenüber dem Islam ist, aber natürlich auch verunsichert, weil es ja islamistische Strömungen gibt, die durchaus auch gefährlich sein können. Und weil der Einfluss aus dem Ausland auf die islamischen Gemeinden in Deutschland sehr groß ist, zum Beispiel des türkischen Staates oder auch des iranischen Staates. Und ich glaube, das ist es, was die Menschen verunsichert. Es ist sozusagen, diese Ramadan-Beleuchtung hat jetzt nichts leicht Fröhliches, sondern es hat gleich etwas Provozierendes bekommen dadurch. Und das ist sehr unglücklich. Nun war ja auch eine Begründung, Sie haben den Rassismus, Hetze als Zeichen dagegen gerade schon angesprochen. Nun war auch eine der Begründungen von den Frankfurter Bürgermeisterinnen, dass man auch sagt, man will ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Nun natürlich sehr misslich, dass gerade auch zur Eröffnung dieser Beleuchtung dann zwei junge Frauen mit anti-israelischen Plakaten da waren. Also auch das ist in diesen Zeiten ja ein schwieriges Zeichen. Das ist sozusagen dann wie eine ganz üble Pointe gewesen, dass es auch noch Ausschreitungen gegen Juden gegeben hat oder eine Bedrohung von Juden. Was sie erreichen will, kann man so gar nicht erreichen. Wenn wir jetzt den Ramadan feiern wollen, sollen wir ihn feiern. Da gibt es übrigens auch die Ramadan-Laterne, die in die Fenster gestellt wird und bei den Muslimen zu Hause wird gefeiert. Wenn wir sagen, wir müssen jetzt auch eine Festbeleuchtung aufhängen für dieses Fest, übrigens mit stark religiösen Symbolen, nämlich dem Halbmond, während die christliche Weihnachtsbeleuchtung nicht mit Kreuzen daherkommt, sondern nur mit Sternen und Lichtern. Wenn wir also sagen, wir müssen für die Muslime so etwas etablieren, um die Integration zu steigern, ja, dann müssen wir es ja auch für andere Religionsgemeinschaften tun. Es gibt sehr viele Feste. Das chinesische Neujahrsfest gibt es, das kurdische Neujahrsfest. Die Iraner haben sehr viele Feste, die sie feiern. Übrigens auch alle jüdischen Feste müssten wir dann bedenken. Wir haben 150 Nationen, die in Deutschland leben. Wir haben sehr, sehr viele Religionen. Es ist einfach die Frage, warum musste es jetzt gerade der Islam sein, der bevorzugt wird durch eine noch durch die öffentliche Hand, also durch den Steuerzahler bezahlte Festbeleuchtung? Na, die Begründung war ja, dass 15% Muslime in Frankfurt leben würden. Reicht in Ihren Augen aber nicht? Kann ich ja sagen, dass in anderen Vierteln hier zum Beispiel in Berlin gibt es einen Bereich in Kreuzberg, der hat fast die Hälfte Kurden. Dann sage ich, dann muss ich ja diese Straßen jetzt zum kurdischen Neujahrsfest beleuchten. Da kann ich sagen, in Chinatown in London gibt es nur
noch Beleuchtung zum chinesischen Neujahrsfest. Also ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, aber man muss dann auch konsequent sein. Und über allem steht doch, dass wir ein christliches Land sind und dass sozusagen die christlichen Traditionen im Vordergrund stehen, was noch gar nicht heißt, dass wir andere deswegen benachteiligen. Das ist doch gar nicht der Punkt, sondern dass die christliche Religion natürlich im Vordergrund steht mit ihren Traditionen. Und übrigens haben wir gerade Passionszeit, also die Zeit vor Ostern, dem höchsten christlichen Fest, wo wir sowieso gar keine Beleuchtung installieren. Also das kommt ja auch noch dazu. Also passt nicht so richtig zusammen, aber auf den Punkt Gleichbehandlung möchte ich noch mal eingehen. Denn wir erinnern uns ja in den letzten Jahren, wir haben ja immer wieder Diskussionen, auch im Beitrag hat gerade eine Passantin gesagt, ja, wir dürfen ja auch nicht mehr Weihnachten sagen. Wir haben Weihnachtsmärkte, die in Wintermärkte umbenannt werden. St. Martin heißt Lichterfest. Also bewegen wir uns da irgendwie in, ja, ich sag mal, ein bisschen auf einem kruden Pfad. Und auch der Abstand zwischen der Mehrheitsbevölkerung und eben den oberen entscheidenden Schichten wird dann immer größer. Diese Passantin hat es ja ganz gut formuliert. Es stimmt natürlich nicht, dass wir nicht mehr Weihnachtsmärkte sagen dürfen. Natürlich dürfen wir das, aber wir beobachten ja sozusagen, dass das Weihnachtsfest sprachlich neutralisiert wird. Und das ist ja tatsächlich plötzlich von einem, in der DDR hieß es übrigens Jahresendfest oder so ähnlich, dass plötzlich also nur noch von irgendeinem Lichterfest die Rede ist oder eben auch St. Martin, wie Sie es genannt haben. Und wenn man das erlebt, sozusagen, dass die christliche Tradition nivelliert wird und relativiert wird, dann ist es natürlich umso schmerzlicher zu sehen, dass eine andere Religion plötzlich sehr deutlich in den Vordergrund tritt, wie hier in den Straßen von Frankfurt am Main. Sagt Gunnar Schupelius, klare Meinung. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.